Herzlich willkommen zur 18. Antizensur-Koalitionskonferenz. Eine der größten Plattformen Europas für unzensierte Gegenstimmen. Je herausfordernder das Weltgeschehen wird, je mehr Angst und Ungewissheit unseren Alltag beherrschen, umso mehr sind wir als Menschheit gefragt, in mündiger Selbstverantwortung aufzustehen. Gemeinsam bringen wir Licht ins Dunkel, bilden uns eine eigene Meinung. Gemeinsam beeinflussen wir das Weltgeschehen. Nur gemeinsam sind wir stark. Das Licht besiegt jede Finsternis. Die Aufklärung, das Licht hat die Priorität. Licht, 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 Licht und nochmals Licht, ja? Die AZK schlägt bereits seit 2008 Brücken zwischen unterschiedlichsten Menschen, die heute Seite an Seite für die Wahrheit kämpfen. Lassen Sie uns gemeinsam auch heute Leid in Freude und Not in Liebe und kraftvolle Energie umwandeln. Die 18. AZK-Konferenz. Heute in einem Webcam-Stadion, das die Welt noch nicht gesehen hat. Nochmal. Hallo! Und herzlich willkommen im ersten Webcam-Stadion der Welt. Liebe Gäste, das ist erst das Live-Stadion, voll mit den Menschen, die heute zusehen. Weitere Stadien werden gefüllt, wenn dieser historische Tag erst online geht. Also begrüßen wir heute diese historische, internationale 18. AZK mit einer würdigen Stadionwelle. Ich mach's vor. Ist so etwas möglich, dass wir hier zu Tausenden in einem Webcam-Stadion sitzen können, über alle möglichen Länder und Kontinente hinweg verteilt? Das geht nur durch solche IT-Genies, wie ich hier eines neben mir habe, mein Bruder Elias, und mit seinen IT-Teams hat Gewaltiges geleistet. Elias, erzähl uns doch einfach mal von diesen Technikwunden, die hinter diesem Webcam-Stadion stecken. Danke, Lois, für die Blumen. Ich kann dir gerade natürlich das Lob zurückgeben, weil eine AZK in so einer neuen Dimension, in diesem Webcam-Stadion, wäre niemals möglich ohne solche Organisationsgenies, wie du bist. Also hier spielt natürlich alles zusammen, ja. Und für alle, die zum ersten Mal bei einer AZK mit dabei sind, Lois führte schon damals die Mitwirkerteams bei den Auf- und Abbaus der AZK-Hallen an. So sah das vor 3 Jahren noch aus. Mit über 3000 Gästen war das Feeling pur. Die ganze Halle aufgebaut in 3 Stunden und abgebaut in weniger als 1 Stunde. Das war echt ein grelles Feeling immer, aber heute ist alles digitaler geworden, aber die Herausforderungen sind auch gewachsen. Darum ein kleiner, kurzer Einblick hinter die Kulissen, wie, wo, was. Nämlich schauen heute für die Technik. ...370 Techniker und Spezialisten hier vom Webcam-Stadion aus. Ja, bis zu euch hinaus in die Veranstaltungshallen sind sie aktiv und haben in zigtausenden Arbeitsstunden alles für diesen Tag vorbereitet. Für die Kreation dieser Weltneuheit investierten sich
83 Designer, Studiobauer und CGI-Artists und dies über Wochen hinweg. Ja, und... ja, und wie alle AZK-Mitwirker haben sie das ehrenamtlich gemacht und in ihrer Freizeit. Ja, für die reibungslose Übertragung und Veröffentlichung dieses Tages sind 126 Server und Workstations im Einsatz, die hier für die Übertragung und die Verbreitung sorgen. Ja, IT-Teams aus 6 Nationen haben die ganze Livestream-Technik in Tag- und Nachtarbeit entwickelt, installiert und sind heute regelrecht am Mitfiebern, dass alles auch wirklich klappt. Sehr schön. Danke, Elias, und euch allen von ganzem Herzen für diesen gewaltigen Einsatz. Dank euren Mega-Investitionen ist es möglich geworden, dass sich heute überall ganze Hallen zusammenfinden. Also früher saß man an einer AZK noch auf einem Stuhl. Heute in unserem Webcam-Stadion sitzen auf manchen Stühlen bis zu 100 Leuten. Und längst haben nicht alle Zuschauergruppen eine Webcam freigegeben, weil in einer Webcam hier auf einem Stuhl sind ganze Hallen manchmal zu sehen. Und jetzt, wir haben Zuschaltungen aus USA, Mexiko, der Dominikanischen Republik, Costa Rica, Ecuador, Peru, Bolivien, Paraguay, Südafrika, Ägypten, weitere Zuschaltungen aus Island, viele aus Spanien, den Kanarischen Inseln, etliche Gäste aus Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Italien, natürlich auch aus der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Polen, ganze Gruppen aus Ungarn schauen zu, Menschen aus Bulgarien, Gruppen aus Litauen und Lettland, Weißrussland und Moldawien sind heute dabei. Sogar aus dem Kriegsgebiet der Ukraine haben wir heute ca. 150 Einloggungen. Wir grüßen euch, ihr lieben Ukrainer, ganz besonders von tiefstem Herzen. Menschen aus der Türkei, aus dem Iran, aus Palästina sind dabei. Kirgisistan, China, Japan. Aus dem großen Russland haben wir Zuschaltungen aus sage und schreibe 22 Städten und Dörfern. Und auch das ferne Tasmanien ist dabei. Unter uns sind Tataren, Tadschiken, Armenier, Australier, was noch, Koreaner, Tschechen, Griechen, Peruaner und so weiter. Heute dabei sind auch erwachte und uns zugeneigte Politiker aus höchsten Regierungskreisen diverser Länder, auch Gründer und Initiatoren großer Aufklärungsbewegungen. Es sind auch diverse namhafte Vereinigungen hier. Wir haben unter uns Juristen, Ärzte, Wissenschaftler, befreundete hohe Militärs, Polizisten und so weiter. Um der Zeit willen kann ich hier niemals alles aufzählen. Aber vor allem sind hier ganz viele Menschen mit einer riesen Erwartung auf diesen heutigen Tag. Und das seid ihr. Jawohl. Ja. Und dass uns alle diese wundervollen Menschen bis ans Ende der Welt verstehen können, wird heute live gestreamt und übersetzt in... in 12 Sprachen. Oh. Ja, ja. Und für euch direkt am Übersetzermikrofon sind sage und schreibe 42 Übersetzer, die simultan den ganzen Tag in diesen Sprachen übersetzen. Ja, und für all diese Sprachen sind Technikteams im Einsatz, die bis zum Ende der Welt die Geräte hier im Studio auch fernsteuern. Und so hoffen wir, dass sie nicht einschlafen, denn es ist noch nicht bei allen ganz Tag. Ja, zum Beispiel bei unseren Zuschauern aus Magadan ist spät am Abend. Gute Nacht, ihr Lieben.
Und guten Morgen, Stefan aus Mexiko. Bei dir ist ja 3 Uhr früh. Hola. Hola. USA und Ecuador haben nach 4 am Morgen. Danke, dass ihr alle so früh aufgestanden seid, um hier mit dabei zu sein. Danke für den Videogruß. In Island ist morgen. In Moskau haben wir schon Mittag. Hallo, all ihr Lieben. In Jekaterinburg ist nach 14 Uhr, Kirgisistan nach 15 Uhr, Novosibirsk nach 16 Uhr, Hongkong nach 17 Uhr, Kapstadt kurz nach 11 Uhr und Polen, hier sind wir wieder zurück in unserer Zeit. Was alle Zeitzonen jetzt miteinander verbindet, ist, in wenigen Minuten geht's los. Oder gleich. Also danke, dass ihr zu jeder Tages- und Nachtzeit live bei der ACK dabei seid. Ich habe jetzt wirklich nur einzelne Zuschaltungen aus der Menge herausgepickt, weil es würde den ganzen Tag füllen, wenn ich jetzt hier erzählen würde, wer wo, von wo, überall, wie zugeschaltet ist und unter welchen Umständen an dieser Konferenz teilgenommen wird. Unsere lieben Gäste aus der Ukraine zum Beispiel, die leiden gerade sehr an Stromausfällen, also besonders in den Städten. Manche von ihnen haben Autobatterien geladen. Wann mal wieder Strom da war. So hoffen wir, dass auch ihr heute ohne Aussetzer dabei sein kann. Heute ist ein sehr gewichtiger, wichtiger Tag. Ja, und falls doch mal bei jemandem die Verbindung nicht den ganzen Tag halten sollte, können wir euch schon sagen, dass wir dann zeitnah im Internet den Tag veröffentlichen werden. Aber trotzdem möchten wir euch bitten, keine Aufnahmen des Tages vorzeitig im Internet zu verbreiten. Die Erstveröffentlichungsrechte sind bei uns, weil ein Rechtsdienst die Inhalte noch beurteilt, bevor sie dann der ganzen Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dazu dann aber mehr am Ende des Tages. Aber jetzt sind wir am Anfang dieses Tages, dieses gigantischen und historischen Tages. Nach genau 3 Jahren ist sie zurück, die vielgeliebte, allerorts bekannte und einzigartige AZK. Ja. Also, ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich in den letzten 3 Jahren danach gefragt wurde, Lois, wann ist die nächste ACK? Jetzt kann ich antworten. Sie ist heute, 26. November 2022, und es erwarten uns nun 6 hochkarätige Referenten. Lasst euch überraschen. Und nun starten wir mit dem Gründer der ACK. Er ist auch der Gründer des bekannten Klar-TV-Senders. Wir dürfen unseren Vater auf die Bühne bitten. Ivo Sasek.